Guten Tag und willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. Es geht weiter mit der zweiten Hälfte von Welt 7 und wir sind immer noch klein. Das heißt, ich werde mir direkt hier ein Power-Up holen. Okay, nice. Hätte ja auch sein können, dass da kein Power-Up drin ist. Weil, wie gesagt, ich möchte möglichst auf die Blume, also das Item-Inventar unten verzichten. Oh. Ach, es geht nur nach oben jetzt. Oh, okay. Und hier ist direkt der erste Starcoin. Okay. Ja, ich möchte möglichst auf das Item-Inventar verzichten. Einfach nur, um es mir ein bisschen schwieriger zu machen. Und bislang hat das ja auch relativ gut geklappt. Bis auf halt die paar Sachen, wofür man das gebraucht hat. Zum Beispiel da, wo man den Panzer haben musste. Oder wo man sich den Mini-Pilz geben musste für den Bossfight. Hier ist schon die zweite Starcoin. So. Die zweite Starcoin. Okay, hätte ja auch die dritte sein können. Aber dann wäre das Level ja noch kürzer als gedacht. Also, ja. Alles klar. Okay, wir sind aber erst bei der Hälfte. Also ist es anscheinend doch nicht so kurz. Aber da ist schon die dritte. Da ist die dritte Starcoin. Und da braucht man wieder einen Mini-Pilz aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung warum, aber juckt mich auch ehrlich gesagt nicht. Ach komm ey, als ob. Hier ein Bumper? Ja, okay, man kommt an einen ran. Sehr gut. Nur ich bin zu blöd dafür. Okay. Mann, ey, eigentlich müsste ich echt mal schauen, wofür diese ganzen Mini-Röhren gut sind. Die hatten wahrscheinlich irgendwelche langweiligen Bonusräume sein und dann denkt man sich hinterher so, ja toll. Dafür bin ich jetzt nochmal zurück in Level gegangen. Okay, das war knapp. Wer weiß, was da oben noch wartet. Eine Röhre. Für einen Bonusraum, anscheinend. Gibt's echt viele Bonussachen. Hä? Was war das denn? Kann man denn normal springen auf diesen Plattformen? Den man. Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss man hier runter spinnen. Wird sogar von einem erwartet, runter zu spinnen, nicht einfach nur ganz langsam zu fliegen. Und ja, ist eine nette Idee auf jeden Fall. Ah, okay. Man kommt anscheinend an die Fahnenstange, indem man direkt nach rechts lenkt, wenn man von oben runterfällt. Okay. Nice. Erster Level geschafft. Beziehungsweise. Vierter Level in dem Fall, aber ich meine halt den ersten Level des Parts. Gibt's den Secret Exit oder was? Bei der Mini-Röhre? Oder wie? Oder wird die, Hä? Oh! Okay, nice. Dann können wir jetzt tatsächlich direkt nachschauen, was deine Mini-Röhre ist. Es kann auch sein, dass das erst später freigeschaltet wird, nachdem man dann den nächsten Level abgeschlossen hat. Also der Weg, dass der Weg erst später freigeschaltet wird, nachdem man den Level abgeschlossen hat. Aber es kann auch sein, dass da oben ein Secret Exit ist. Ja, alles klar. Wunderschön. Und hier ist tatsächlich ein Secret Exit. Was? Und was ist hier?
Hä? Warum ist da ein Block? Warum ist da ein Block? Ach komm, egal. Ah, Moment. Moment, Moment, Moment. Okay. Na, komm schon. Spring jetzt, Mario. Ja gut, kann man so den die Fahnenstange erreichen, oder was? Ach komm, ey, Mario, jetzt mach doch bitte. Nee, noch nicht ganz. Da werden dann wahrscheinlich noch irgendwo anders Blöcke sein, aber... Naja, gut. Im Prinzip auch egal. Ach, da oben geht der Secret Exit lang. Okay, das ist interessant. Und auch interessant ist, dass wir mal wieder einen ganz normalen Level bekommen. Also so ein Level mit der mit Graslandschaft. Das ist auch cool. Ich hoffe jetzt, dass hier keine Mini-Röhre mehr ist. Das war das eventuell noch benötigt hätten. Ja, okay. Das habe ich mir schon gedacht, dass man hier irgendwo einen Bob-Omb benötigt. Na komm, legen wir den dahin. Ich denke, der hier rechts wird wieder respawnen. Ja. Scheiße. Es war mir so klar, dass ich da abkratze, aber ich dachte eigentlich wegen einem Bob-Omb und nicht wegen so einem scheiß Kugel-Willi. Mann! Hä? War hier kein Item? Ach, Kacke. Ich denke zwar immer noch nicht, dass man das betätigen kann, wenn man klein ist, also dass man dann Pilz rauskriegt, wenn man klein ist. Was irgendwie keinen Sinn macht, weil warum sollte man, wenn man groß ist, einen Pilz haben wollen? Ach komm schon! Hä? Ja, so geht's auch, alles klar. Oh Mann, ey. Ja. Gut, kann man ja vorher nicht wissen. Und doch, hier ist tatsächlich wieder so eine scheiß Mini-Röhre. Komm schon, Mann. Würden sie wenigstens einen Mini-Pilz in jeden Level einbauen, wo man einen Mini-Pilz benötigt? Man muss den sich ja immer irgendwie anders beschaffen. Okay. Hätte sein können, dass da eine Ranke drin ist. Genauso wie hier. Nö. Und hier? Ja, ich will nur sicher gehen. Ich will nur sicher gehen. Nicht, dass da eine Ranke drin ist und dass man da dann nicht mehr langkommt. Da kommt tatsächlich ein One-Up raus. Den wir jetzt allerdings auch nicht mehr benötigen. Okay. Wo kommt denn die zweite Starcoin? Die dürfte doch jetzt eigentlich mal so langsam erscheinen hier. Na komm, hau ab da. Immer schön erst die oberen Sachen weghauen. Aua. Na gut, egal, hier ist da noch eine Blume. Na, crap. Ja, okay, hier ist eine Starcoin, aber es ist die zweite. Nur, das ist die dritte. War so klar, ey. War. Crap. Na ja, gut, egal. Hä? Okay, ist hier ein Secret Exit oder was?
Ah, scheiße. Also das ist auf jeden Fall... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur Bonus ist. Ich denke, da ist ein Secret Exit. Gut. Obwohl, da ist auch eine, nochmal eine rote Röhre unten. Okay, einen Moment. Ich werde mir hier einen Mini-Pilz holen und ich hoffe, ich schaffe das. Damit es nicht einen allzu großen Rumgehampel hier gibt. Es war so klar. Mann. Immer bei den Kack-Mini-Pilz. Gibt es hier noch ein Häuschen? Nee, da auf jeden Fall nicht. Und hier am Anfang ist ein Abhaus, ja. Dachte ich mir schon. Hier ist aber noch ein Itemhaus. Das können wir benutzen. Nein, was tue ich? Mann. Okay, und da hinten ist sogar noch was, was wir gar nicht aufgemacht haben. Oh, und das ist ein Itemhaus. Okay. Ja, speichern wir. Mann, ey. Okay, jetzt aber konzentrieren. Scheiße. Ja, ich bin zu blöd dafür. Ich bin gerade einfach zu blöd. Ich habe das sonst immer so gut hinbekommen. Aber jetzt bin ich zu dumm dafür. Ich werde gleich einfach in das erste Level von... Nee, das war nicht das erste Level. Das zweite Level von Welt 1 gehen. Hast du das zweite Level oder war es sogar wirklich das erste Level? Ich weiß es nicht. Scheiße. Egal, ich gehe jetzt in den Kack-Level von Welt 1. Oh, es geht mir so auf den Sack. Was soll denn diese Scheiße? Nee, nee, das war nicht der. Das war der nicht. Das war der zweite. Der dritte. War der dritte Level... Auch nicht. Da war es doch gar nicht. Das war doch... Da war es sogar der Level hier. In irgendeinem Level gab es einen Mini-Pilz. Ja, ich glaube, es war der. Ich glaube, das war der Level. Ja, hier ist er. Ach komm schon, Mann! Was ist das? Stelle ich mich wirklich zu blöd für alles an, ey. So, einfach so machen und kommt man da easy durch. Und wehe, da ist nichts Vernünftiges drin in der Kack-Mini-Röhre. Wehe, da ist nichts Vernünftiges drin. So. Da haben wir es aber. Let's go. Jetzt können wir nämlich zu Welt 7. Ah, wir müssen jetzt den ganzen Scheißweg da laufen. Mach. Ah. Ich hoffe, da ist dann die zweite Starcoin drin oder Secret Exit oder was auch immer. Oder beides. Oh Mann, ey.
Okay. Ja, jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen. Bevor man hier wieder rumfailt. Hier war es schon, ne? Ja. Alles klar. Ich glaube, das dürfte reichen. Alles klar. Und da ist die zweite Starcoin. Oh, Alter. Ich dachte gerade, ich kratze da jetzt ab. Okay. Die Röhre müssen wir reindrücken. Nice. Was ist da? Achso, da ist nichts, ne? Nee, nee, nee. Ist nichts. Ich glaube, da ist nichts im Block. Oder ich hoffe es zumindest. Gibt's denn nicht auch noch ein Secret? Ach, doch, da beim Bob-Omb, ne? Da, wo man den... Ups. Da, wo man den Bob-Omb da an die Blöcke werfen muss. Da müssen wir mal schauen, dass wir da genug Bob-Ombs überhaupt kriegen. Ja, ja, okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, komm. Hau ab da. Ach, shit. Egal, der kommt nochmal. Wir haben den ja nicht besiegt. Jawohl. Schönes Ding. Und es ist tatsächlich der Secret Exit. Wunderbar. Richtig nice. Hier gibt es aber so viele unterschiedliche Wege. Und ich hoffe, dass der linke Weg sich jetzt öffnen wird. Nachdem wir da hier den Level abgeschlossen haben. Kack. Aha, Paracoopers. Ich hätte gern einen Power-Up. Ob da kein Power-Up drin ist? Gut, hier ist ein Up. Aber kein Power-Up. So. Auch nix. Okay. Ja. Da unten ist eine Ranke, oder? Und hätte ich das Ding jetzt nicht aufgemacht? Ja. Alles klar. Oh, wie gemein. Aber ich kenne den Stil von dem Spiel ganz gut. Einfach stehen bleiben, gar nicht von Münzen beeindrucken lassen und da die Starcoin gönnen. Kann man hier sogar sterben? Hier ist noch ein Secret Exit? Und ich habe die Fahnenstange nicht erreicht, aber juckt ja nicht. Wie viele Secret Exits sind hier denn? Man wird zurückgeschickt werden beim normalen Exit, oder was? Oh Mann, ey. Ja, komm, gib mal hier das Ding da. Kein Bock mehr hier. Ein Scheißdreck. Hehe.
Nice. Ja, das war ganz cool. Ach so, ja, okay. Ja, gut. Als ob. Oh. Hier kann man tatsächlich rein. Einfach nur in eine Bonus-Stage? Oder was ist das hier? Da drüben kann man auch hin. Ja, das tun wir auch. Und hier ist die dritte Starcoin. Alles klar. Was ist hier denn jetzt los? Hau ab. Hau ab! Mann! Diese Drecks-Cooper! Mir jetzt egal, ich geh jetzt ins Ziel. Schon genug Zeit verschwendet hier. Als ob das hier die Bonuswelt wäre. Ja, alles klar. Dann auf in Level 7. Ich weiß nicht, ob das jetzt chronologisch richtig war, aber komm. Da ist doch der Hund drauf, ey, ehrlich. Ja, und ich kann mir echt gut vorstellen, dass hier irgendwann mit den Donutblöcken was richtig Fieses gemacht wird. So Starcoin-mäßig. Ja, okay, ich dachte, wir brauchen einen Koopa dafür, aber nö. Hier brauchen wir aber einen Koopa für. Ah, es ist aber keine Ranke. Alles gut. Aber hier rechts könnte eine sein. Nö, ist aber nicht. Gut, dann juckt uns das nicht. Wir können weitergehen. Ja, komm, hau ab. Da hoch. Na, ich glaube, ich habe das Ding ein bisschen zu spät betätigt, kann das sein? Oh, Kacke. Hier den Netz. Oh. Ja. Genau so, wie ich gedacht habe. Eine Starcoin, die man nur bekommt, wenn man mit den Donutblöcken arbeitet. Hätte man vielleicht auch mit der Plattform bekommen, indem man da einfach drauf stehen bleibt. Aber ist egal, wir haben alle drei Starcoins. Sehr wichtig hier beim Scrolling-Level. Jetzt nicht auch noch platt machen lassen hier von den scheiß Koopas. Gut, hier ist nix. Hier ist noch ein Power-Up, wunderbar. Und... Ach, das war's noch nicht? Komm, ey. Komm, immer ein bisschen vor. Ganz langsam. Kriegen wir hin hier. Aber nicht so schnell. Wie gesagt, ganz langsam. Obwohl ich schon versuche, langsam zu machen. Ich springe einfach nur quasi. Ne, nix da. Hier wird einfach ins Ziel gesprungen und das war's. Wenn man da echt sehr schnell gewesen wäre, hätte man sogar vom Screen in den Abgrund gedrängt werden können, ne? Richtig gemein. Ich hoffe, da gibt es nicht auch noch einen Secret Exit. Obwohl, wenn es dann Secret Exit gibt, dann wird der einen wahrscheinlich weiterbringen, ne? Hä? Was ist das denn für ein Level? An den kann ich mich ja gar nicht erinnern. Ah, ja, okay. Ne, keine Ahnung. An den erinnere ich mich null. Also Viecher da kommen mir trotzdem bekannt vor. The Baby Wiggler oder was das ist. Aha, okay. Hier rein. Ja. Wow.
oben schießen? Ja. Moment, 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 Moment. Nein. Okay, schade. Ja, da kann man aber rein. Und hier ist ein Starcoin. Alles klar. Also mittlerweile rieche ich das. Mittlerweile rieche ich das echt. Wenn da irgendwas ist. Okay, und... ja, ja, gehen wir erstmal da lang. Ah, wow, toll. Cool. Dann hier. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Nee. Aber ich denke nicht. Oh nö, schon wieder eine Mini-Röhre. Okay, da. Es hätte auch sein können, dass da endlich mal ein Mini-Pilz rauskommt. Dass man den tatsächlich hier bekommt, wenn man ihn... ach nein... wenn man ihn hier benötigt. Aber nö. Oh, der ist nicht despawned. Okay. Ich hätte echt gedacht, dass der Pilz despawnt, wenn er halt, ja, außerhalb der Sichtweite ist. Und noch ein One-Up. Ich weiß jetzt nicht, wo man hier lang muss. Das ist auch schwer bei den ganzen Röhren. Man hier vielleicht... ja, okay. Ja, dann ist es fair. Da muss man sich den Weg wieder nach unten bahnen. Okay. Haben wir geschafft. Was soll das denn? Was soll das hier? Ich nehme natürlich den Panzer. Nein, ach, das wollte ich nicht. Ich wollte mich ducken, damit ich nicht von der Piranha-Pflanze getroffen werde. Ach, Mann. Hau ab. Nervst. So. Nicht wahr. Oh, ist das gemein. Ist das gemein. Man muss jetzt hier lang, ne? Ja, okay. Ach man, das ist doch scheiße. Oh, ups. Doch scheiße. Ja, da kommt man auch nur mit dem Mini-Pilz rein. Kriegt man hier nochmal einen neuen? Nein. Warum auch? Ach, komm schon. Ja, und dann hätte man hier mit dem Mini-Pilz schön die Fahnenstange noch erreichen können. Oh, wow. Okay, es bringt einen tatsächlich weiter. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt nochmal den Level im Schnelldurchlauf. Damit wir hier einfach das Ding fertig haben und da nicht nochmal irgendwie groß rumhampeln müssen. Weil nicht da im nächsten Part dann nochmal hinterher sind und... ja, das war einfach alles haben. So, hier geht's lang. Hab ich vergessen, okay... dann hier lang. Und... oh! Da wird man nicht getroffen? Ich dachte, ich werde da getroffen. Ich wollte den Treffer in Kauf nehmen, weil... naja, ist sowieso egal. Wir werden ja sowieso zu Mini-Mario. Aber das war jetzt unnötig. Und das auch. Hä? Och Mann, was soll das? Ich hab nach oben gedrückt.
Nicht nochmal sterben, ey. Ja, da muss man durch. Warum? Egal. Scheiß drauf. Da dachte ich halt echt eben, ich wäre schlau mit dem Mini-Pilz, ne? Geh da extra nochmal runter und dann muss man hier einfach nur lang. Eine Assi-Aktion. Da kommt tatsächlich noch eine Piranha-Pflanze raus. Und ja, das war's. Und sehr assi, oder? Mit dem Mini-Pilz. So, da haben wir auch nochmal die Fahnenstange erreicht. Und dann würde ich sagen, war das doch ein ziemlich gelungener Part. Dafür, dass ich dachte, dass wir hier nur so wenig Content haben, war das echt nochmal viel wegen ganzen Secret Exits. Nun gut, wie auch immer, im nächsten Part machen wir dann ja, das Castle von Welt 7 und hoffentlich dann auch, ich glaube, das erste Drittel von Welt 8, weil Welt 8 ist ziemlich lang. Deswegen hoffe ich, schaffen wir dann zumindest dann noch das Drittel, so wie es halt planmäßig ist. Alles klar, dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es nicht getan habt. Und an der Stelle auch nochmal, checkt gerne nochmal meinen Twitter aus. In der Videobeschreibung und auf meinem Kanal, also auf der Kanalhauptseite, nochmal im Banner rechts unten verlinkt. Dann bis demnächst und ciao.